Salut Emma, ich begrüße dich ganz herzlich zum neuen Video. Heute geht es für uns in ein TC-Training und zwar in Bern. Organisiert vom NPZ, also nicht vom TC-Trainingsteam, aber es ist trotzdem beim Stefan Rufus. Und ja, eigentlich wäre die Woche ganz gut gewesen, aber wegen Corona ist er abgesagt worden. Und dann haben wir halt beschlossen, ins TC-Training zu gehen. Und zwar habe ich B1 bis B3 gemeldet. Leider hat es nur 4 Anmeldungen gegeben für das Training. Und es war jetzt schon morgen um 8 Uhr, das heißt, ich muss mega früh stehen. Aber wir gehen natürlich trotzdem. Und heute möchte ich eigentlich so ein bisschen herausfinden, ob es realistisch ist, im Sommer B1 zu starten. Weil ich habe so für mich eigentlich den Plan gemacht, dass ich am Sommer-CC in Bern mein erstes B1 starten möchte. Ich habe auch vorher jetzt, also alle Turniere vorher sind schon gemeldet. Da wird die voraussichtlich natürlich wegen Corona, muss man immer sagen, noch eine kombinierte Prüfung B1 in Thun starten und auch ziemlich viel Dressur für unsere Verhältnisse, sodass wir dann sicher im Dressur parat sind und ja, nach der Klassierung am Mittwoch im BR90 hoffentlich auch im Springen. Und ja, im Cross, ich sage, ich gehe sicher jetzt nicht davon aus, dass ich noch in dieser Zeit wird sein, aber ich würde heute auch Stefan fragen, was er meint. Ob es realistisch ist, dass ich hinten rauskomme, oder ob es vollkommen unrealistisch ist, was ich aber hingegen nicht glaube. Und ja, das probiere ich heute so ein bisschen herauszufinden, aber so mit 90%iger Sicherheit werden wir Ende Juli unser erstes B1 starten. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video.
time to heal, yet still you fight with what you're told and hold on to your scars and wounds and paths of home. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, ooh, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Yeah. I'm